next time. Das hätte aber echt nicht sein müssen, ey. Und dieser Pisser ist sowieso so echt ekelhaft. Ach nee, das lassen wir nochmal eben hier. Der, glaube ich, woanders speichern soll. Hallo, lass mich hier raus. Oh, das ist aber ungünstig jetzt hier, ne? Leute. Kann ich hier nochmal eben schnell speichern? Tempel. Ja, bitte. Tut auch mal was? Ich glaube, ich möchte mal. Nein, daran. Zaubertrank. Heilung. Unsichtbarkeit. Abi. Hat der Penner bitte schön her? Ich hatte es doch. Gut. Heilung. Heim schnell. Luftrolle. Könnte vielleicht. Warte mal, Schriftrolle. Rolle des Schneesturms. Ziel alleine 10 Sekunden lang 20% Frostschaden plus Ausdauerschaden. Eine Feuerexplosion, die einen Radius von 15 Meter Schaden verursacht. Brennende Ziele allein Zusatzschaden. Das ist keine gute Idee. Das mit der Schriftrolle, das vergessen wir mal ganz schnell. Also, das ist keine gute Idee. gut. Zaubertränke. Heilung. Und eventuell auch ein bisschen... Zaubertränke. Ausdauer. Das Problem ist, er trifft mich hier problemlos. Magie. Und ich bekratsch. Schade, dass ich da keinen Frostresistent habe. Schade. Objekt, okay. Dann machen wir es anders. Aber
unsichtbar, bitte. Aber wieso kann er mich treffen? Immer noch, obwohl ich unsichtbar bin. Du Vollpfosten. Marika, Marika. Achso, das ist wahrscheinlich nicht doof. Man kann ja auch nicht ausrichten, wenn... Okay, ich brauch mal einen Bogen. Bogen. Boah, der Bogen. Wieso hat er nicht abgefeuert? Oder zumindest mal unterbrochen. Dieser Gegner, der macht mir so eine Freude, ey. Na. Oh. Ach. Trinke Fanta Cyber Butcher. Oder so. Zaubertrank. Unsichtbarkeit. Er kann mich doch nicht sehen. Wie zur Hölle. Muss mir was anderes ausdenken. Das gerade eben war doch ganz ganz geil. Ganz gut. Aber... irgendwie lupt das gerade nicht so. Wie es soll. Zaubertrank. Ausdauer. Und Unsichtbarkeit. Und schnell noch ein. Jo! Alter, fick doch die Hölle. Alter! Wow, verdammte Scheiße. Alter, der... diese scheiß Feuerexplosion. Kann ich da bitte mal... Alter! Ich brauch da mal einen Schrei. Nützt nicht. Ich bin sonst zu langsam. Schrei. Unerbittliche Macht. Kann ich ja auch nicht wirklich verstecken hier, das ist doch Arschsteige. Aua, du Vollpfosten.
Boah, ich krieg die Krätze bei dem gerade. Wenn er da ist. Warte mal. Ich brauche ein Schwert. Mein Schwert. So. Jetzt aber. Es ist vollbracht. Der Schänder ist besiegt. Nehmt Dämmerbrecher von seinem Sockel. Ja, Meisterin, ich nehme den vom Sockel. Jägersammler, bringe Dämmerbrecher in deinen Besitz. Ja, der Dämmerbrecher ist jetzt in meinem Besitz. Malkoran ist vernichtet. Die Toten von Himmelsrand werden weiterhin in Frieden ruhen. Alles ist, wie es sein soll. Dank euch. Ein neuer Tag bricht an. Und ihr sollt ihn verkünden. Nehmt den mächtigen Dämmerbrecher und vernichtet damit die Verderbnis in den dunklen Winkeln der Welt. Führt ihn in meinem Namen, auf das mein Einfluss wachse. Aber natürlich, Meridia, das werde ich. Ich behalte das Schwert, aber ihr solltet jemand anderen suchen, der eure Religion verbreitet. Oder als Antwort, ich werde diese mächtige Klinge in eurem Namen schwingen. Natürlich, ich werde diese... Möge das Licht der Gewissheit eure Bemühungen leiten. Wenn ich das jetzt nicht gesagt hätte, dann hätte ich das Schwert wahrscheinlich eventuell nicht behalten dürfen. Und da ist es gut, dass ich jetzt das Schwert besitze. Objekte... Waffen. Wo haben wir denn da? Es ist eins meiner Lieblingsschwerter. Oh, der ist einfach so gut. Steckt Ziele für 10 Sekunden, für 10 Schadenspunkte in Brand. Und verursacht bei daraus reduzierenden Tod eines Untoten. Eine Feuerexplosion, die umstehende Untote vertreibt oder tötet. Ja, das ist eine mächtige Waffe. Für einen mächtigen Charakter, der gerne mit Feuer spielt. Das Feuer ist ja Programm, ne? Aber ich werde mich an dieser Stelle verabschieden aus der Aufnahme. Und ich werde mich dann auch, glaube ich mal... Muss ich mich jetzt hier verdunnelisieren oder kommt der Drache oder kommt er nicht? Egal. Wenn ich jetzt auch gut, ich werde mich hier unten hinstellen und mich dann hier... Verabschieden. Ich höre. Achso, ist nur ein Kaninchen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Skyrim. Tschüss.